Kerstin Ott muss sich mit fiesen Kommentaren im Internet herumschlagen. Ihr Wunsch? Die Politik soll Internetmobbing ernst nehmen. Kerstin Ott, 40, will ihren Fans etwas zurückgeben und veröffentlicht am 8. April die Deluxe-Version ihres Erfolgsalbums Nachts sind alle Katzen grau. Ein Song des Longplayers, der ihr besonders viel positives Feedback gebracht hat, ist Sag mir, wann beginnt endlich die Zeit. Darin geht es um Missstände wie Homophobie oder Fremdenfeindlichkeit. Auch die Sängerin muss sich immer wieder mit Hasskommentaren im Internet herumschlagen. Punkt. Da schreiben Menschen, dass ihnen meine Frisur nicht gefällt, dass ich zu dick, zu lesbisch sei und nicht singen könne, erzählt die immer lacht Interpretin im Interview mit der Nachrichtenagentur Spot on News. Die Deluxe-Version ihres Albums Nachts sind alle Katzen grau ist ein Geschenk an ihre Fans. Wofür sind sie ihnen besonders dankbar? Kerstin Ott. Ich bin den Fans ganz besonders dankbar, dass sie die ganze Corona-Phase mit durchgemacht haben und ihre Tickets behalten haben, sodass wir uns jetzt in den nächsten Wochen und Monaten wiedersehen. Da freue ich mich ganz doll drauf. In ihrem Song Ich will alles geht es darum, zu seinen Gefühlen zu stehen. Gerade in den sozialen Medien ist das häufig ein Problem, weil alle sich von ihrer besten Seite zeigen. Wie wichtig ist es Ihnen, auf Instagram und Co. authentisch zu sein? Ott, richtig wichtig. Ich bin niemand, der ständig Filter ausprobiert, die so persönlichkeitsverändernd sind, wie ich finde. Ich glaube auch, dass es den Menschen generell gut tun würde, dies ein bisschen einzuschränken. Manchmal erkennt man die Leute ja gar nicht mehr. Irgendwann ist ein sehr ruhiger Song, kein wirklicher Schlager, sondern nahezu eine Akustikversion. Für sie ist dieser Stilmix typisch. Wieso ist ihnen das wichtig? Ott, ich glaube, dass die Menschen Bock drauf haben, dass das Album ein bisschen bunter ist. Ich kenne das selbst. Früher hat man sich mal ein Album gekauft und dann waren von 14 Liedern 13 zwar hörbar, aber nur eins richtig gut, weil der Rest eine einzige Soße war. Da war man immer enttäuscht. Vielseitigkeit auf dem Album tut dem Ganzen immer gut.